Spiritualität und Materialismus. Schließt es sich aus oder gehört es vielleicht doch zusammen? Mein Name ist Yvonne, ich bin Medium und spiritueller Coach und über dieses Thema haben wir in der heutigen Frage-Antwort-Runde meiner Mediumsausbildung intensiv diskutiert, gerade im Zusammenhang mit Black Week, Black Friday, Angebote, Verkäufe, noch mehr konsumieren. Und ich gebe zu, ich bin auch mit dabei, nicht in der Black Week, sondern in der Golden Week, weil ich eben beides miteinander verknüpfen möchte. Ich möchte, dass wir das schönstmögliche irdische Leben haben und spirituell bewusst sind, dass wir wissen, wer wir wirklich sind, dass wir in unsere volle Kraft kommen und dass wir eben da unsere Erfüllung finden, ein sinnstiftendes Leben führen. Das ist für mich Spiritualität. Und auf der anderen Seite haben wir uns ja dafür entschieden, in diesem Körper zu inkarnieren. Unsere Seele hat sich dieses Leben ausgesucht und eben auch die Entscheidung getroffen, materiell zu werden, materialisiert zu werden. Materialismus ist ja erstmal nichts anderes, als dass etwas aus einem Gedanken her, aus der Energie her, aus der energetischen Welt umgesetzt wird in diese Welt, sodass wir es sehen und anfassen können. Das ist grundsätzlich überhaupt nichts Schlechtes. Intensiv oder vielleicht nicht ideal wird es nur dann, wenn es in die Extreme geht. Und das ist mit allem so. Wenn wir also extrem nur noch auf Konsum achten, wenn wir nur noch zufrieden sind, in unserem inneren Frieden, wenn wir etwas gekauft haben, wenn wir etwas haben, dann ist es nicht so ideal. Denn dann sind wir nicht mehr auf uns fokussiert. Dann ist es nicht mehr wichtig, wer wir sind und wie wir erfüllt werden. Wir stopfen diese Leere, diese Unzufriedenheit mit Konsum, mit Materialismus. Und das hat oftmals tiefere Ursachen. Das sind oft seelische Verletzungen aus der Kindheit, vielleicht sogar aus anderen Leben. Wenn wir in der Kindheit gelernt haben, dass wir Geschenke bekommen, wenn unsere Eltern aufmerksam sind, dass das mit Liebe kompensiert wird, dann assoziieren wir Konsum und Materialismus mit Liebe. Das heißt, wir füllen diese Lücke damit. Wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, wenn wir uns schlecht fühlen und das dann eben mit Materiellem betäuben, ist es sicher auch nicht ideal. Denn es ist nur eine temporäre Ersatzbefriedigung, könnte man sagen. Es ist nicht das, was das Ziel ist, dass wir bei uns ankommen, dass wir die Ursachen für unsere Herausforderungen finden und lösen, sodass wir, jetzt komme ich wieder dazu, das schönstmögliche Leben führen. Und das ist sehr subjektiv. Für manche ist es schönstmöglich zu sagen, ich habe den ganzen Tag Zeit, sitze unter einem Kastanienbaum, weiß nicht, wo der gerade herkommt, und meditiere. Andere wiederum haben ihre Freude dabei, Videos aufzunehmen und auch Informationen der geistigen Welt in die Welt hinauszugeben. Wiederum andere genießen das Schöne. Das mache ich auch sehr gerne. Ich wurde anfangs, als ich angefangen habe, Videos aufzunehmen, angefeindet. Viele haben gesagt, du bist kein richtiges Medium, du bist ja geschminkt und du trägst Schmuck. Das geht gar nicht. In kaum einer anderen Branche wie der spirituellen gibt es so viele in Stein gemeißelte Überzeugungen, so viele Regeln, so viel richtig und falsch. Und das passt überhaupt nicht in mein Weltbild, denn für mich und meine Erfahrungen ist die energetische Welt völlig frei, offen. Alles ist möglich. Es gibt keine Regeln, denn es ist sehr individuell. Das ist es, was wir auch in unseren Ausbildungen, auch in der Mediumsausbildung eben kommunizieren. Wir haben Werkzeuge. Wir geben unseren Auszubildenden Möglichkeiten, was alles machbar ist, wo man ran kann, worauf man achten darf. Und dennoch fördern wir die Individualität. Was für mich funktioniert, muss für dich noch lange nicht funktionieren. Und genauso ist es mit Spiritualität und Materialismus. Solange es in den Extremen ist, solange wir nur auf Konsum fokussiert sind, solange das unser ganzer Lebensinhalt ist, es ist sicher nicht das, was unsere Seele geplant hat für dieses Leben. Also da dürfen wir sehr achtsam sein. Wichtig ist, dass wir eben hinschauen und fragen, warum? Warum habe ich dieses Bedürfnis danach? Warum habe ich diesen kurzen Kick, wenn ich mir was Neues gekauft habe? Genauso dürfen wir aber auch im anderen Extrem achtsam sein. Wenn ich nur noch den ganzen Tag in irgendeiner Seelenreise herumschwebe und gar nicht mehr zurück in dieses irdische Leben kommen möchte, ist es sicher auch nicht das, was unsere Seele wollte. Sonst wären wir nicht hier auf der Erde inkarniert, grobstofflich, zum Anfassen, materialisiert. Nichts anderes sind wir auch. Also es ist wichtig, wirklich diese Mitte zu finden. Was macht mich zufrieden? Und das kann wieder für jeden etwas anderes sein. Wir sind ja schließlich Individuen. Wir haben unseren eigenen Kopf, unseren eigenen Charakter, unsere eigene Persönlichkeit. Und das ist wundervoll so. Das macht die Welt bunt. Und für mich ist es eben auch das für mich Schöne. Das ist ja auch eine Definitionssache. Liegt vielleicht auch in meinem Sternzeichen Waage. Dass ich es genieße, farblich abgestimmt zu sein. Dass ich es genieße, mich zu schminken, weil es mir Freude macht. Und dennoch kann ich hier genauso vor die Kamera treten, habe ich schon oft genug getan, völlig ungeschminkt. Da habe ich auch kein Thema damit. Und das ist das Entscheidende.
Ist es ein Brauchen? Kann ich gar nicht anders? Dann sollten wir hinschauen, was ist da los? Oder bin ich im Reinen damit und genieße es einfach? Und da gibt es kein richtig oder falsch. Mach es so, wie du dich am wohlsten fühlst und genieße auch die Welt. Genieße diese 3D-Welt, das Schöne, was auch immer das für dich ist. Hab Freude dabei, in diesem Körper auf dieser Welt zu sein. Und wenn du jetzt unterwegs gemerkt hast, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche es noch, aber ich weiß nicht, wo die Ursache liegt, beziehungsweise es ist ein seelischer Schmerz, an den ich selbst nicht drankomme, dann kontaktiere uns. Schreib mir in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail an kontakt@ivonboehm.de, denn wir haben dafür das Butterfly-Coaching entwickelt. Und jetzt sind wir beim Thema Black Week, beziehungsweise bei mir Golden Week. Darauf gibt es diese Woche noch bis zum Montag, das ist, glaube ich, der 28., 30% Rabatt. Also vereinbare wirklich einen kostenlosen, unverbindlichen Termin mit uns. Dann erzählen wir dir genauer, was es beinhaltet und wir finden heraus, wie und ob wir dir weiterhelfen können. Und du kannst diese Chance nutzen zu diesem wirklich super tollen Angebotspreis. Und es gibt noch viel mehr. Und da geht es mir eben auch nicht um Konsum oder Materialismus. Es geht mir darum, dass du dich so wohl fühlst in deiner Haut, wie ich das tue. Ja, ich bin auch ein Mensch. Ja, es gibt auch Höhen und Tiefen. Und dennoch ist mein Leben durch die Spiritualität so viel leichter geworden, so viel schöner geworden. Ich bin so glücklich mit den wundervollen Menschen auch um mich herum. Und das wünsche ich dir auch. Egal vor welcher Herausforderung du stehst, wir haben die passende Lösung dafür. Ob es Liebeskummer ist, Geldprobleme, ob du dich unzufrieden fühlst, erschöpft bist, müde bist, nicht weiter weißt in deiner Partnerschaft, was auch immer es ist. Wir sind für dich da. Und deshalb gibt es eben diese 30% auf das Butterfly-Coaching und auf alle Online-Kurse. Wenn du nicht genau weißt, was das Passende für dich ist, schreib uns eine kurze E-Mail oder kommentiere und wir fühlen uns rein und wir erzählen dir, was wir dir empfehlen würden. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob es das Passende für dich ist oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und freue mich darauf, dass du da weitergehst, dass du dich noch besser kennenlernst und auch herausfindest, wer du wirklich bist, was du wirklich willst. Und da musst du nicht alleine durch. Wir sind für dich da. Wir, das bin ich natürlich und mein erfahrenes Team von Medien, von Coaches. Und ich bin so dankbar, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich euch alle habe, mein liebes Team, mein wundervolles Team. Und auch alle Auszubildenden, unsere Ausbildung, alle Teilnehmer der Online-Kurse. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und freue mich, wie gesagt, von dir zu hören.